Riesenmenschenmenge wartete. Paloma rannte auf mich zu und sagte immer wieder: Das kann nicht sein, ich kann es nicht glauben, das kann nicht sein. Diese Sätze blieben mir eingebrannt bis heute. Es war, als hätte sie da erst gemerkt, dass sie eine reale Person zur Mutter hatte und nicht ein Phantom, das sie nur aus Gefängnisbesuchen kannte, umgeben von Repression. Ich erinnere mich auch daran, dass Paloma in den ersten Tagen nach meiner Freilassung meinen Arm nahm, ihn festhielt und küsste, küsste und küsste. Es war eine Art von Liebesinvasion, eine Liebe voller Angst, wieder verlassen zu werden. Monika verbüßt ihre 17 Jahre lange Haftstrafe bis auf den letzten Tag. 1988 wird sie in Berlin entlassen. Das Rauskommen war eine Art Ausnahmezustand und für mich, also ein psychischer Ausnahmezustand. Und ich habe einfach die Tatsache, dass im Grunde niemand da war, der oder die verstanden hätte, meine Situation verstanden hätte, die habe ich erstmal gar nicht wahrgenommen. Es ist aber so, dass man Leute braucht, die einen verstehen, wenn man rauskommt, um überhaupt wieder Fuß zu fassen, um ja, anzukommen draußen. Also ich habe mich so gefühlt, wirklich wie ein Kind in diesen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Aber auf der anderen Seite, das betraf eben auch nur einen bestimmten Bereich, auf der anderen Seite war ich natürlich so alt, wie ich bin. Dieser Widerspruch war für mich nur auszuhalten über das Bewusstsein, dass er nicht von heute auf morgen zu lösen ist, sondern in einem längerfristigen Prozess, eben im Prozess der Wiederaneignung aller Fähigkeiten, auch psychischer Fähigkeiten, emotionaler Fähigkeiten, und dass ich auch die Geduld aufbringen muss und die Kraft aufbringen muss, diesen Prozess durchzuhalten. Gut 110 Kilometer von Montevideo entfernt lebt und arbeitet Gloria Estevecea auf ihrer Farm. Sie war 12 Jahre im Gefängnis, davon die letzten Jahre zusammen mit Jesse und Graciela. Nach ihrer Entlassung musste sie hart um ihr Grundstück kämpfen, das von den Militärs besetzt worden war, als dort eines der größten Verstecke der Tupamaros entdeckt wurde. Das Leben ist aus dem Gleichgewicht geraten. Nicht im psychologischen Sinn, eher was die Vitalität im Allgemeinen angeht. Es ist sehr schwer zu akzeptieren, dass du als junge Frau mit Anfang 20 ins Gefängnis kamst und mit über 40 erst wieder herausgekommen bist. Es ist schwierig zu akzeptieren, dass du in der Blüte deines Lebens ins Gefängnis kamst und quasi erst als alte Frau, die nicht einmal mehr Kinder haben konnte, herauskommst, wie es der Mehrheit unserer Compañeras ergangen ist. Das auszuhalten, dich wahrzunehmen, wie du jetzt bist, ist nicht sehr einfach. Die ganzen Jahre warst du isoliert vom gesellschaftlichen Leben und auch vom anderen Geschlecht. Und als du rauskamst, wussten die anderen zunächst nicht genau, was sie mit dir anfangen sollten und umgekehrt. Das ist hart, aber du musst damit umgehen. Das Älterwerden. Du bist plötzlich nicht mehr so schön und stark, so wie in der Zeit, als du ins Gefängnis kamst und dich als Tiger fühltest, als du einen Marsch von mehreren Tagen durchstehen konntest, einfach alles konntest, so gelebt hast, wie es dir gerade einfiel. Wir haben uns verändert und das zu akzeptieren ist sehr schwierig. Ich glaube, einige werden es nie akzeptieren. Doch das war nicht die einzige Schwierigkeit. Ein anderes Problem war die Rückkehr in das politische Leben. Unmittelbar nach der Haftentlassung gaben die Männer eine Pressekonferenz. Für viele Frauen eine schwierige Situation. Ja, ich glaube, für viele von uns, wobei ich hier nicht verallgemeinern möchte, war das sehr traumatisch. Wir hatten die Idee, herauszukommen, uns wieder in unser soziales Gefüge zu begeben und vor allem von der Basis aus neu anzufangen, um das Land und die Welt in ihrer Veränderung zu verstehen. Schließlich lagen 13, 14, 15 Jahre hinter uns.
Wir stellten uns vor, langsam eine neue Strategie zu entwickeln, die sich an die veränderten Gegebenheiten anpassen sollte. Stattdessen kamen wir raus und wurden sofort damit konfrontiert, dass unsere Compañeros bereits öffentlich politische Erklärungen abgaben. Das war schon ein Schock. Viele Compañeras akzeptierten diese Situation und tauchten wieder in die Parteidisziplin der Bewegung ein. Andere entfernten sich vom Kampf, eine große Anzahl. Wieder andere gingen einen Mittelweg und versuchten, beide Dinge in Einklang zu bringen. Aber es war schon ein großer Unterschied, weil es für uns sehr gewalttätig war. Ich möchte, dass ihr das versteht. Im Gefängnis waren wir nicht Tupamaros, Anarchistinnen, Kommunistinnen und auch keine Trotzkistinnen. Wir waren alle Gefangene. Die Überlegungen zur Frauenfrage haben sich verändert. Ich glaube, dass es heute eine größere Sensibilität und mehr Auseinandersetzung zu diesem Thema gibt. Wir haben uns früher nicht darum gekümmert. Por un lado hay un desarrollo del tema a nivel internacional y a nivel nacional. Die Thematik hat sich international und auch bei uns im Land weiterentwickelt, was uns hilft, über das Problem bewusst zu werden. Es gibt Dinge, die wir nicht ignorieren können. Abtreibung, die Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung von Frauen im Arbeitsleben. Viele Themen, die spezifisch mit der Geschlechterfrage zu tun haben. Ich habe ein starkes sexistisches Verhalten in Beziehungen erlebt. Es ist unglaublich, dass man heutzutage mit kaum einem Companiero über das Thema Sexismus sprechen kann. Die klinken sofort aus. Sie wollen nicht darüber sprechen. Nur sehr wenige Companeros und Companeras kannst du fragen, wie ist deine sexuelle Beziehung zu deiner Freundin, deinem Freund? Lässt er dich deine Lust erleben? Genießt du es? Gibt er dir die Gelegenheit, zum Orgasmus zu kommen? Ihnen stellen sich die Haare auf, wenn du sie so etwas eigentlich ganz Normales fragst. Wir befinden uns schließlich im 20. Jahrhundert und sind erwachsen. Aber diese Themen sind tabu. Es gibt in der MLN eine Menge Companeros, die glauben, dass Homosexualität eine Krankheit sei. Mich macht das verrückt, auch aus meiner professionellen Sicht heraus. Ich habe 20.000 Programme über Schwule und Lesben gemacht. Alle haben sie sich angehört und sie haben ihnen gefallen. Aber trotzdem, das geht nicht in ihre Köpfe hinein. Vielleicht ist es in unserem Fall schwer nachzuvollziehen, warum gerade wir dieses Thema analysieren, nachdem uns der illegale Kampf dazu gebracht hat, als Frauen eine Rolle und Funktionen zu übernehmen, die diese normalerweise nie übernehmen. Viele von uns waren zum Beispiel Spezialistinnen im militärischen Bereich. Trotzdem sage ich immer, die Tatsache, dass du eine Waffe in der Hand hast, sagt nichts darüber aus, ob du auch genauso ernst genommen wirst wie ein Mann. So einen Sprung kann man machen, den wir gemacht haben, aber die ganze Arbeit, das, was man eigentlich, wenn man nicht springt, überwinden müsste, die muss man trotzdem irgendwann machen. Also die ganze Bewusstwerdungsarbeit, die ganze Auseinandersetzung mit den Widersprüchen zwischen den Geschlechtern, das ist mir später klar geworden. Das hing sicherlich auch damit zusammen, dass ich im Gefängnis selbst eben über all die Jahre konkret, direkt nur zu tun hatte mit Frauen. Dass ich das, was man so als männlich oder macho oder ja, die Art von Männern mit Frauen umzugehen, erst wieder draußen erlebt habe und ich das auch ziemlich störend, ziemlich unangebracht. Aber ich habe mich erst dann angefangen, mich wieder damit auseinanderzusetzen, dass es sowas gibt. Also ich glaube, ich bin auf zwei Dinge nie reingefallen. Einmal auf Intellektuelle und auf Männer auch nicht, weil ich in der Zeit des deutschen Faschismus gesehen habe, wie schnell sich Intellektuelle was zum Faschismus einfallen ließen und welchen Kadavergehorsam Männer unterlegen sind.
Ich denke, die Befreiung der Frau ist Teil des Klassenkampfes und muss Teil des revolutionären Prozesses sein, genauso wie der antirassistische Kampf. Und zwar nicht als das alleinige Ziel, sondern als Teil eines übergeordneten Zieles, nämlich der Befreiung des Volkes. Man ist uns mit viel Intoleranz begegnet, mit Machismus und dann die Vorurteile gegenüber der Jugend. Und tausend andere Dinge, die eigentlich normal sind. In der MLN war es zum Beispiel schlecht angesehen, englische Musik zu hören. Das hat sich mit der Zeit gegeben, aber wenn du Marihuana geraucht hast, warst du einfach unten durch. Du warst das Letzte. In den grundsätzlichen Fragen bin ich gar nicht anderer Meinung. Ich glaube, sie sind richtig und es ist gerechtfertigt, dafür zu kämpfen. Dass es keine Ausbeuter und keine Ausgebeuteten gibt. Vaterland für alle. Obwohl, das mit dem Vaterland ist mir nicht so klar. Aber eben eine Gesellschaft ohne Klassenunterschiede. Das sind Dinge, die es wert sind, dafür zu kämpfen und die weiterhin ihre Gültigkeit besitzen. Das, was ich 1960 richtig fand, bleibt bis heute gültig. Als Ziele sind sie bis heute wertvoll und es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Das Problem ist, dass sich die gesellschaftlichen Bedingungen verändert haben. Die ganze Welt hat sich verändert. Die ökonomische Situation in Uruguay hat sich verschärft. Wir müssen vielleicht heute andere Wege gehen, um die gleichen Ziele zu erreichen. De pronto tenemos que tomar distintos caminos. Persiguiendo los mismos ideales. Würdest du dich als Pazifistin bezeichnen? Ja, aber als eine, die Anfragen stellt an den Pazifismus. Vom runden Tisch aus kann man leicht Pazifist sein, aber ich hatte als Kind eine sehr gewaltfreie, liebevolle Erziehung. Und als ich sah, dass die SS 10 Jungen totschießt, Tuchos in Berlin befreit wurde, habe ich mir damals glühend eine Pistole gewünscht. Und ich denke, Pazifismus darf nicht um jeden Preis propagiert werden. Und wenn ich an die RAF-Gefangenen denke, die mir in ihren Zielen und Vorstellungen ihrer Auflehnung gegen dieses System sehr nah waren, haben sie den Weg der Gewalt gewählt und sind ins Gefängnis gekommen. Ich bin einen gewaltfreien Weg gegangen, aber erreicht habe ich auch nicht das, was ich wollte. Ich denke, Sie haben die bundesdeutsche republikanische Gesellschaft genauso falsch eingeschätzt wie ich auch. Dass wir